Da pünktlich zur Eröffnung des Weindorfs 2020 ist die Sonne rausgekommen. Besser könnten die Verhältnisse nicht sein. Ja, Heilbronn ohne Weindorf, völlig unvorstellbar, natürlich auch in Corona-Zeiten. Aber es wäre sicher auch nicht vorstellbar gewesen, dieses Jahr das Weindorf in normaler Form durchzuführen. Also mit Menschenmassen, die sich da durch die engen Gassen rund ums Heilbronner Rathaus schlängeln und Menschen, die eng beieinander stehen. All das ist dieses Jahr leider nicht möglich zur 50. Auflage des Weindorfs. Deswegen gibt es dieses Jahr etwas ganz Besonderes, die Weindorf-Auslese. Weindorf-Auslese, das klingt spannend. Und das sind im Endeffekt 140 Veranstaltungen an mehr als 30 Veranstaltungsorten in der gesamten Region. Da sind ganz viele Highlights dabei, einige sind schon ausgebucht. Was es da alles gibt, das werden wir jetzt nachher noch hören. Aber jetzt geht es gleich los hier mit der Eröffnung. Und auch das ist heute eine ganz besondere. Wir sind hier am neuen Parkhotel in Heilbronn. Hier wird die Weindorf-Auslese, wie gesagt, bei bestem Wetter unter freiem Himmel mit einigen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur eröffnet. Der Herr Schoff, wir erleben gerade eine sehr stimmungsvolle Eröffnung der Weindorf-Auslese. Haben Sie irgendwann mal zwischendurch geglaubt, dass es heute nicht mehr stattfinden kann oder dass überhaupt was stattfinden kann in diesem Jahr? Eigentlich sind wir fest davon ausgegangen, dass das Weindorf in einer anderen Form stattfinden kann. Wir haben auch fest daran geglaubt, dass es heute unter freiem Himmel stattfinden kann, dass das Wetter passt. Und ich glaube, der Glauben hat dann doch auch geholfen. Und deshalb freue ich mich riesig, dass wir, wenn auch auf eine andere Art und Weise, aber die Heilbronner Weindorf-Auslese-Eröffnung hier im wunderschönen neuen Heilbronner Stadtgarten heute hier vor Lustrerrunde eröffnen können. Eine Auslese ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja ein Spitzenprodukt, wenn wir mal beim Wein bleiben. Was erwartet uns denn bis zum 20. September jetzt alles? Die Heilbronner Weindorf-Auslese ist das Beste von dem, was das Weinanbaugebiet hier in Heilbronnen, im Heilbronner Land und Hohenlohe zu bieten hat. Das sind nämlich die Partner, die sonst auch hier beim Heilbronner Weindorf mit dabei sind. Wir haben einmal unsere Weinproben, wir haben kooperiert mit der Bibelgemeinschaft in Stuttgart, die eine Ausstellung Bibel und Wein zusammengestellt hat. Und wir werden das Thema Bibel und Wein auch in der Weinprobe aufarbeiten. Wir haben Hochschulen mit dazu genommen. Dazu kommen an über 30 Orten außerhalb und innerhalb der Stadt Heilbronn über 140 Veranstaltungen von Kutschfahrten durch die Weinberge, Weinerlebnisführungen, Weinproben, viele kulinarische Dinge. Und wir freuen uns über ganz arg viele Gäste. Im Hintergrund hört man schon die Klänge des WKOs, die auch mit ganz besonderen Auslesen haben. Und ein paar Impressionen von der Eröffnung hier am neuen Parkhotel, die gibt es jetzt. Ja, Herr Hohl, ein ungewöhnliches Ambiente heute Abend zur Eröffnung der Weindorf-Auslese. Aber ein guter Württemberger Wein schmeckt doch überall, oder? Also ich finde es spannend, heute Abend so eine Eröffnung vorzufinden. Und ich glaube, dass auch in diesem Umfeld der Wein schmeckt und dass man Corona heute Abend einmal beiseite lässt und sich tatsächlich dem Wein widmet. Was wird es bei Ihnen heute Abend, ein weißer oder ein roter lieber? Also den Temperaturen nach ist besser oder ratsamer, einen Weißwein zu trinken. Ja, Herr Haug, Sie kommen ja viel rum im Ländle, probieren mal hier, mal da und kennen die Anbaulagen. Wie steht denn Heilbronn und die Region so im Vergleich da? Sie haben ja den Vergleich. Ich habe den Vergleich und ich kann nur sagen, Heilbronn, die Stadt Heilbronn, aber auch generell um Heilbronn herum bietet im Prinzip das gesamte Weinspektrum, das man sich vorstellen kann. Und was hat die Württemberger, aber auch die Heilbronner Weine besonders auszeichnet, ist, dass sie halt keine 0815 Weine sind,
Ich habe es gerade vom Herrn Hohl schon gehört. Jetzt geht es ja gerade rund im Weinberg. Die Lese hat begonnen. Der Herr Hohl hat mir einen wunderbaren Jahrgang schon prognostiziert. Können Sie das jetzt aus der direkten Erfahrung im Weinberg auch bestätigen? In einem Jahr wird es einen hervorragenden Jahrgang geben, in der Hoffnung, dass wir dann das Jubiläum so feiern können, wie es sich gebührt, mit vielen Menschen und mit der Gemütlichkeit, zu der dann auch der Wein beiträgt. Ja, das war also der Auftakt zur Weindorf-Auslese 2020. Kein klassisches Weindorf, aber trotzdem ganz besondere Tage bis zum 20. September, an denen sich alles rund um den Wein dreht. Aber wie es sich natürlich dann doch für so ein fast normales Weindorf gehört, gibt es natürlich auch in diesem Jahr einen neuen Herbstritter. Und es ist in diesem Jahr kein geringerer als der HMG-Chef Steffen Schoch. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei der Weindorf-Auslese. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.